Hallo, ihr lieben YouTube-Zuschauer. Willkommen im neuen Video. Und ihr könnt sicher unschwer erkennen, wir sind heute voll im Frühling und es dreht sich alles um Weide. Und Weide gibt es nicht nur hier, Weide gibt es ganz, ganz viel im Hof. Wir haben Kätzchen, wir haben Weide, wir haben Birke. Und es gibt auch noch eine tolle Idee zu dem Korb vom letzten Video. Aber mehr Infos gibt es nach der Intro. Bleibt mal dran! Ich habe euch ja im letzten Video diesen schönen Korb gezeigt und den gibt es auch tatsächlich noch in meinem Online-Shop zu bestellen. Und ein ganz liebes Dankeschön an den Jürgen aus der Steiermark. Der hat nämlich gesagt, da gehen ja eigentlich nicht nur Pflanzen rein, sondern da kann man auch ganz toll mal eine Vase reinstellen, ein paar Tulpen, also Frühlingsblüher, auch Efeu. Und dann habe ich irgendwie gedacht, der ist eigentlich so schön. Und was da total klasse ist, viele haben ja eigentlich diese klassischen Kästen am Fensterbrett. Und nein, man braucht nicht nur die klassischen Kästen, sondern man kann das einfach so schön hinstellen und kann es immer nach persönlichem Gusto füllen. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier einfach als kleine Variation, ich habe eine Vase reingemacht und habe einfach ein paar Tulpen mit Heidelbeere. Vielen Dank, lieber Jürgen. Ich nehme deine Anregung sehr gerne an. Und ich finde, es ist auch eine richtig tolle Abwechslung. Und so kann man einfach mit so ein paar Fächern, mit diesem schönen Gefäß, kann man sich was Tolles auf die Fensterbank machen. Diesen Korb habe ich zu einem super Sonderpreis in meinem Shop für nur 25 Euro. Das ist echt ein Special Offer für euch. Den Link zu meinem Shop, den mache ich noch mal oben rein. So, aber jetzt gehen wir mal noch in den Laden, weil da haben wir nämlich noch viel mehr schöne Sachen. Und das Körbchen, das nehme ich mal mit rein. Und ich zeige euch ja so gerne im Video immer die Besonderheiten. Also was es auch noch gibt, ein paar, aber wirklich ein paar wenige, ich glaube 3-4 Stück, ist die süße Vogeltränke im Zweigering. Die grüne ist ausverkauft, aber die hier die cremefarbene, diese schöne natürliche, ich finde das so süß mit den Blüten da drin. Ich liebe das für die Piepmätze. Und was es auch gibt, ist unser tolle Maxi-Hase. Den stelle ich noch ein. Den gibt es auch noch dazu. Aber jetzt gehen wir rein mit tollen Neuigkeiten. Kommt mal mit! So, der Laden ist jetzt zu. Das ist super, weil jetzt haben wir, hoffentlich kommt keiner mehr, jetzt haben wir nämlich total schön Ruhe zum Drehen. Also was wirklich viele von euch genommen haben, sind auch die süßen Hasen, die mein hübsches Mangoholz-Hasenpärchen. Ich liebe es. Und da bekomme ich auch, da habe ich nochmal nachbestellt. Also da werde ich auch nochmal in den Shop einstellen. Den haben wir so schön in diesem Zweigering gemacht. Und den Ring haben wir natürlich auch mit Wachteleiern und, mit Perlhuhnfedern beklebt. Und der ist so richtig schön Natur. Der ist aus Birke, Weide, Heidelbeere, Perlhuhnfedern. Und ich finde, das ist eine perfekte Umrandung für die Hasis. Das ist sehr, sehr süß. Was ich auch in den Shop eingestellt habe, ist, da gibt es auch noch wenige Exemplare, ist das Straußenei in dem Naturnest. Das könnt ihr gerne auch bestellen und das habe ich nämlich auch vom Preis her ein bisschen reduziert für euch. Und die dicken Kerzen gibt es noch mit diesem schönen Buchskränzchen. Aber was es auch noch gibt, das ist jetzt ein Unikat. Das ist tatsächlich eine ganz tolle, spezielle Arbeit.
Das ist unser Huhn im Weidennest. Süß, muss ich mal gucken. Alles zusammen, oh, komplett 35 Euro, wusste ich auch gar nicht. Also das gibt es nur einmal, das Huhn. Und wenn es weg ist, ist es weg. Und wer es gern hätte, meldet euch einfach bei mir. Weil ich finde auch, das ist echt goldig. So, bevor ich das jetzt lang ins Schaufenster wieder rein fabriziere, gehen wir jetzt einfach mal so um die Ecke und gehen zu den Neuigkeiten. Das ist also echt süß. Das ist hier unser Hühnchen und das haben wir da so reingesetzt. Goldig. Okay, los geht's im schönen Arbeitsbereich. Wir haben ganz viel überlegt, was wir aus Weide machen können und aus Kätzchen. Und aus Weide, da haben wir noch so eine richtig schöne Arbeit. Nein, nicht aus Weide, aus Kätzchen, Entschuldigung. Ich muss auch wirklich immer überlegen, was ich sage. Hier haben wir einen ganz tollen Kranz gemacht mit Heidelbeere, mit Spinosa, mit Moos, mit diesen schönen Birkenholzscheibchen. Ich komme mal, ich zeige mal ein bisschen näher. Und mit diesen schönen Kätzchen. Und das Schöne an den Kätzchen ist ja auch immer, wenn die nicht ins Wasser kommen, dann bleiben die auch so und trocknen wunderschön so ein. Die werden nur so gelb, wenn die ins Wasser kommen. Und die sind jetzt natürlich hier trocken. Also das ist ein Kranz. Der ist jetzt so schön, den kann man tatsächlich so für Ostern aufhängen und kann ihn eigentlich ja einsommern, einmotten und kann ihn dann im nächsten Jahr eigentlich schon fast wieder so rausholen. Der hält wirklich wunderschön und ist alles Handarbeit aus unserer guten Stube. Wir waren hier richtig fleißig heute, aber den wollte ich euch zeigen. Den könnt ihr natürlich auch per Post erwerben bei uns. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes Neues, also diese schöne Weide von draußen. Wir haben ja echt lange überlegt, was wir damit machen, ja. Und diese wunderschöne, ja, ich sag jetzt mal, dieser tolle Naturton, ja. Und da haben wir uns zusammengestellt und haben gesagt, irgendwie muss man aus dem doch tolle Kränze wickeln können. Und auch das haben wir geschafft. Wir haben dann also einen richtig tollen Kranz gemacht und haben die Weide zusammengewunden. Ja, man braucht auch unbedingt, damit es schön auf der Weide aussieht, man braucht so einen goldenen Draht. Also da würde ich jetzt nicht einen grünen Draht nehmen, weil das wird ja nach nichts aussehen, sondern das soll schon ein schöner Draht sein. Den könnt ihr bei Floristik24 bestellen. Da mache ich euch nochmal den Bestelllink rein und da bekommt ihr ja auch den Fanrabatt von 10%, wenn ihr mit dem Rabattcode Margit bestellt. Also Drähte muss man immer zu Hause haben. Und diese schöne Weide, die haben wir also dann, wir haben die Weide genommen und gewunden. Und im Grunde genommen gewickelt, ja, so quasi ineinander gewickelt und gesteckt. Und das ist so eine richtige Fleißarbeit. Und wenn man größere Stücke hat, dann steckt man die auch ineinander. Und das, also es dauert so richtig, ja. Ihr könnt es euch so vorstellen. Ich mache es jetzt nicht im Einzelnen, aber tatsächlich haben wir es dann geschafft. Palim, einen ganz tollen Kranz. Ich darf jetzt mal das fertige Exemplar nehmen. Einen ganz tollen Kranz daraus zu gestalten. Und bei der Weide, da wollte ich noch mal erstmal was sagen zur Weide, bevor ich zu dem Kranz komme. Die hat ja auch die ganzen Blättchen dran, wenn die frisch ist, ja, das frische Grün. Und wir haben das ganze Grün abgestreift, weil das Grün wird ja dann, das wird schwarz und es hält nicht. Das heißt, wir haben jeden Zweig von der Weide genommen und also das geht nämlich nicht so gut hier mit der Fahrtrichtung, wie ihr seht, bleibt das Grün dran. Das heißt also bei jedem Zweig wirklich das ganze Grün abstreifen und die Zweige, dass die wirklich pur und clean sind und dann bleibt es auch schön und das ist auch nur nicht unbegrenzt biegsam, wenn es jetzt so frisch ist, kann man alles damit machen. Und wenn diese Weide aber dann trocken wird, dann bricht die, dann hält die nicht so schön. Das heißt, es ist jetzt also ganz wichtig, das ganz frisch zu verarbeiten. Und es muss jetzt auch relativ schnell gehen, weil man sieht, die treibt aus. Und je mehr Grün die hat, desto mühsamer wird es, das alles abzustreifen. Und es ist jetzt wirklich so eine Frühlingsarbeit, diese Korkenzieherweide zu einem Kranz zu winden. Und man braucht da schon so, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gebraucht. Der Kranz, der braucht bestimmt 20 Minuten, ja, und ist also schon ein bisschen mühsam. Und auch den Kranz muss man dann natürlich hier mit dem
goldenen Draht, wie man hier sieht, auch schön zusammenwickeln. Und wenn man dann so einen schönen Kranz, und da kann man auch immer mal ein bisschen drücken und kann auch ein paar dickere Stücke dazu stecken. Ja. Und wenn man diesen Kranz dann so gewickelt hat, ich fand es sehr, sehr schön als, ja, als eine Verbindung zu diesem Gelbton der Weide, wenn dann das Band in diesem Creme und Gelb ist. Und Gelb ist ja auch der Draht. Und dann haben wir, damit es schön zusammenpasst, da haben wir ein Nestchen gewickelt. Das zeige ich euch auch gleich nochmal, wie man das wickelt. Ein Nestchen gewickelt, das Nestchen auf den Kranz gedrahtet und dann ein bisschen Moos, ein bisschen Federn und dann ein richtig schönes Gänseei reingemacht. Und damit auch was Grünes dabei ist, so ein Bündelchen Olive auch dran gedrahtet. Ja, und dann, das ist jetzt auch ein Kranz, der wunderschön hält, der eine tolle Farbe hat und wo auch die Bänder so richtig schön im Wind spielen, wenn der dann so an der Haustür hängt. Und das Ei ist eigentlich auch sehr gut gepolstert, weil selbst wenn das mal, das kommt ja nicht an die Haustür, ja, das Ei. Und das hat so eine ganz tolle Farbwirkung. Aber damit ihr auch wisst, so ein Nestchen, da, ich habe da so einen, also ich habe die Gräser, ihr habt ja alle Garten und oder viele von euch. Und die Gräser, die sind für die Hände nicht so, ja, nicht so nett. Und deswegen ziehe ich da immer ein paar Handschuhe gern an. Ich zeige euch jetzt mal, wie man so ein Nestchen wickelt. Weil da nimmt man sich hier so ein Bündel Gras. So. Und knickt dieses Gras. Muss es also schon mal ordentlich knicken. Und formt. Du merkst, es ist ein bisschen, es muss man ein bisschen brutal machen. Und das ist schon Arbeit. Und die Handschuhe, die braucht man auch, damit man sich nicht die Hände schneidet. Und ich mache das ganz bewusst auch im Video, weil ich finde, das kann man ruhig auch sehen, dass das alles Handarbeit ist. Und dass das richtig, ja, dass man da schon sowohl Kraft als auch Material braucht. Und auch das Nestchen wickle ich immer mit dem goldenen Draht, weil der goldene Draht, der ist natürlich, ja, ein schöner Draht sieht einfach besser aus als, ja, als so ein grüner. Und ich möchte ja die Optik von diesem schönen Gras nicht zerstören. Ah, wunderbar, vielen Dank fürs näher blenden, das ist super. Die Kameraführung ist heute wieder hervorragend. Ja, und für den Kranz muss das Nestchen auch keinen Boden haben, weil das wird ja auf den Kranz drauf gedrahtet. Wenn ihr das Nestchen nur so dekorieren wollt, dann müsst ihr natürlich das so machen, dass da auch ein Boden drin ist. Ja, und wenn ich dann also lang genug mit dem Draht gewickelt habe, dann verschließe ich den Draht. Verschließen tue ich immer, wenn ich einmal den Finger ausstrecken, mit dem Draht um den Finger rumgehen und dann wieder in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. So, und dann habe ich hier eine Schlaufe und einmal den Draht von der anderen Seite und kann das Ganze dann wunderbar miteinander verdrehen. So. Dann schneide ich den Draht ab. Das ist ja ein ganz dünner, feiner Draht. Kann das Nestchen noch ein bisschen frisieren, wenn da zu viel rumsteht. So, aber ein Nest hat ja auch, Nest muss ja auch nestig aussehen. Ja, und dann dieses Nestchen, das kann man also dann hier auf den Kranz machen, indem man mit einem schönen, dicken Draht durch das Nestchen durchgeht, also den Draht biegt, hier durch das Nestchen durchgeht und hat dann so zwei Bügel und die kann man dann hier drauf drahten auf den Kranz und kann das hinten miteinander verdrehen. Das ist jetzt natürlich schon fest, also das war jetzt nur so gedanklich. Dann, so, die Handschuhe kann ich jetzt wieder ausziehen. Dann gibt es für dieses Nestchen, also kann man auch ein bisschen Moos reinmachen. Das ist natürlich schön, nur so ein Hauch. Und dann ist immer schön noch so, wir sehen das ja, das ist ja dieses Spinosa. Und das ist so ein schönes, oh, das weiß ich auch nicht so gern trennen.
Das ist so ein schönes Gestrüpp, das wir hier haben. Also wir haben hier noch so ein schönes Gestrüpp, das wollte auch nicht aus dem Topf raus, das nennt sich Spinosa. Das hat so tolle grüne Spitzen und was sehr schön ist, ist dann auch, wenn man diese Stiele hier so anritzt, ja, dann hat man dieses helle Holz. Und das sind also auch so schöne natürliche Spielereien, die wir natürlich auch noch so ganz dezent in dem Nestchen mit reinmachen und so reinfließen lassen. Und dann gibt es noch in dem Nestchen, gibt es noch so Optionen. Die seht ihr jetzt, also ich lege das jetzt einfach mal Nestchen, Spinosa, Moos, ich lege das mal hier hin, weil das haben wir jetzt alles zusammen, das haben wir zusammen schön gestaltet. Und dann, wenn man das alles, das Nestchen hier reinmacht, dann gibt es diesen Kranz mit einem orangenen Gänseei oder, also passenden Federchen, oder mit einem grünen Gänseei. Ja, und auch kann man natürlich alles passend machen. Und wir haben für euch jetzt zwei Optionen. Entweder wir können euch ein Do-it-yourself-Set schicken mit, Bündel China-Schilf, Draht, Weide, so dass ihr das selber machen könnt. Oder ihr könnt es natürlich bei uns im Shop bestellen. Und da dürft ihr die Eierfarbe selber wählen. Und ich denke, dass Gelb oder Orange die schönsten Farben der Wahl sind, und wir würden dann natürlich auch die Bänder, auch zu Orange würden wir die Bänder entsprechend anpassen. Ihr findet diesen Kranz auch im Shop, aber wenn ihr sagt, ich möchte gern selber diesen Kranz unbedingt wickeln, ihr bekommt von uns auch eine Kiste Weide und könnt selber das machen, weil es macht natürlich auch super viel Spaß. Oder wenn ihr mit Freundinnen sagt, wir machen einen Freundinnentag und jeder macht seinen eigenen Kranz, ich schicke euch eine Kiste Weide, ich habe da gar kein Problem. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich mache euch den Link zum Shop, den mache ich euch nochmal rein, wo ihr den Kranz findet. Und wir freuen uns total auf eure Bestellung, weil wie ihr gesehen habt, sind wir super gerüstet in unserem Hof. Wir haben so viel Weide, wir haben die Materialien alle da und wir freuen uns, hier richtig schöne Weidenarbeiten für euch zu machen, ihr Lieben. Und ja, ich bin total gespannt auf euer Feedback. Hoffe, das Video hat euch gefallen und sage einfach alles Liebe und ja, vorösterliche, fröhliche Deko-Grüße von eurer Margit. Tschüss!